der liebe YouTube-Verarschen hat nochmal eine Caillou-Verarsche 2023 Part Nummer 2 gemacht. Da freue ich mich drauf und wir reagieren drauf. Sternschnuppen. Übrigens, meine Mutter hat sich damals, also ne, meine Mutter hat auch öfters mal Sternschnuppen gesehen. Die hat sich immer gewünscht, ich hoffe, das Kind ist bald weg. Ne? Immer gesagt, ich hoffe, das Kind ist bald weg. Ich habe es nie verstanden, was sie damit meinte. Papi? Glaubst du, ich habe kein Leben? Tut mir leid, der Grill ist viel zu heiß. Das ist halt so bescheuert, ne? Glaubst du, ich hab kein Leben? Ah, schön, ey. Spiel ein bisschen mit Rosie, bis das Essen fertig ist. Nein. Oh. Guck mal, was Mama, ist das? Das sind Blattläuse. Du bleibst verdammt nochmal von meinem Bier weg! Caillou, geh doch in die Küche und frag Großmutter, ob du ihr helfen kannst. Ich versuche inzwischen uns von den Abfällen befreien. Ist gut, Scheiße. Mama. Es ist halt so bescheuert, ne? Sag mal, was machst du da? Meinem berühmten leckeren Penis. Nach einem Geheimrezept. Ja, dein berühmter leckerer Penis, ne? Ist keiner, ne? Von meiner Oma, die hat auch einen berühmten leckeren Salat. Hat jeder super gerne gegessen, ne? Hat halt dann nur noch 3-4 Tagen unterm Tisch ein bisschen gestunken, ne? Wird mir stinken, wenn ich du wär. Glaubst du, ich hab kein Leben? Du darfst mein Testpenis sein. Scheiße. Was für eine wundervolle Nacht. Ich glaube, ich kann den Abendstern sehen. Oh, ist der aber... Gefickt. Das erinnert mich daran, wie ich einmal eine Sternschnuppe gesehen habe. Eine Sternschnuppe? Das ist ein Stern, der wie ein Vogel quer über den Himmel fickt. Das ist wie Zauberei. Komm, Caillou, hilf mir. Glaubst du, ich hab kein Leben? Und fettig. Sag ich auch immer auf Arbeit, ne? Wenn mich jemand auf Arbeit hier was fragt oder ich was anderes übernehmen soll, sag ich auch immer, glaubst du, ich hab kein Leben oder was? Ich hab hier zu tun, ich muss hier gerade mein Pausenbrot essen, ne? Mein Döner in Ruhe genießen und eine Zigarette rauchen. Ja, du machst die Pause, aber ja, dann kommt die dann immer so, hey, du machst die Pause, aber schon seit 4 Stunden. Ja, sorry, ne, ich brauche halt ein bisschen mehr Pause. Ne, da kommt dann irgendeiner und fragt mich, ob ich da helfen kann. Da frage ich dann auch immer, hast du gelebt oder was? Frag jemand anders, aber nie mich. Lass mich in Ruhe hier atmen. Ich muss hier ich nehme auch dann immer auf Arbeit, nehme ich auch immer mein Haushalt mit. Ne, also dann so ne, Unterlagen, die man sortieren muss, Bilder, die man damals in Urlaub gemacht hat. Und da gucken die mich immer blöder an. Das geht mir so auf den Sack, ne? Man hat da nie Ruhe. Scheiße! Ich glaube, Caillou ist ein Veganer. Deshalb hat sie nicht geschmeckt. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Du bist scheiße! Opa, da draußen ist eben eine Sternschnuppe geflogen. Glaubst du, ich hab kein Leben? Sicher, da gibt's. Was soll der Opa jetzt machen? Soll der Opa die jetzt fangen oder was? Soll der jetzt hinterherlöfen und die scheiß Sternschnuppe dir fangen oder was? Geh die Sternschnuppe selber fangen. Guck, wo sie gelandet ist und geh hinterher. Bitte. Komm bitte aber nie wieder, ne? Pack gleich deinen Koffer. Ist noch mehr. Komm, wir sehen mal nach. Da, Caillou. Er hat eine Waffe! Scheiße! Halt's Maul. Ich will sie auch sehen. Sei nicht gefickt. Sternschnuppen sind sehr schnell und deshalb schwer zu... Ficken! Caillou wollte unbedingt eine Sternschnuppe sehen. Ficken! Deshalb beschloss er so lange zu warten, bis wieder eine kam. Und er wartet bis heute. Er wartet immer noch bis heute, bis er eine Sternschnuppe sieht. Hat bis heute noch keine Sternschnuppe gesehen. Er ist jetzt auch schon ein paar Jahre schon tot und ist nur ein Skeletti. Ne? Das ist halt doof. Ne? Ich warte auch noch bis heute, dass ich dass irgendwann, keine Ahnung, dass Urgroßvater verstorben ist und ich irgendwann reich werde. Warte ich bis heute noch, Rolf. Immer noch nichts. Ich gucke jeden Tag in den Briefkasten, jeden Tag. Wann kommt endlich der Schein hier, Sie sind reich? Kommt nicht. Ne? Manchmal muss man Träume Träume sein lassen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Such dir einen anderen Traum. Keine Ahnung, such dir einen Traum, dass du ja, arbeite für Deutschland, arbeite für deine Steuern. Das ist doch ein schöner Traum. Das ist doch was man erreichen kann im Leben. Tut mir leid, dass du die Sternschnuppe nicht gefickt.
recht hast, wollen wir stattdessen den Mond betrachten? Nein. Total langweilig. Ich will die Sternschnuppe sehen und keinen Mond. Oh, der Mond ist aber... Scheiße! What the fuck? Guckt euch das mal. Hat er irgendwie Speed, LSD oder irgendwas genommen? Was ist denn los? Geht das Kind mal untersuchen? Der ist doch nicht ganz Rene im Kopf. Warum hat er eigentlich eine Glatze? Ne? Das ist das Nächste. Der Mond ist aber... Scheiße! Siehst du diese Sterne da? Dieses Sternbild heißt Großer Bär. Du bist scheiße! Ich sehe da keinen Bären. Halt's Maul. Klimkajun. Weil da auch keiner ist. Und das da ist der... Deine Mutter. Wie dumm. Die Mutter steht da hinten und das da ist eine Mutter. Scheiße. Das ist so doof. Oh, nee. Oh. Also bis bald. Da, schau, Kai. Kommen wir nie wieder. Jetzt hat er es wieder verpasst. Schon wieder eine verpasst. Oh. Ich glaube, das Kind, ne, also ich würde das Kind als Arzt gerne mal untersuchen wollen. Und ich glaube, da würde so einiges rauskommen. Also mehr als irgendwann Kulis zusammenschrauben. Ich glaube, mehr wird da nie, ne? Also, auch das wird schon ziemlich schwierig, ne? Ach, mach dir nichts draus. Es werden noch viele Sternschnuppen in anderen Nächten ficken. Caillou wusste nicht, ob er jemals in seinem Leben eine Sternschnuppe... Nee, wir haben Lichtverschmutzung hier bei uns. Ich sehe sowas nicht. Ich sehe noch nicht mal Sterne durch die Lichtverschmutzung. Alter, ernsthaft, halt's Maul! Deshalb mache ich immer bei mir in der Nacht das Licht aus. Gut, jetzt habe ich das an, aber das ist ein anderes Thema. Deshalb mache ich immer, weil ich mag diese Lichtverschmutzung nicht. Ne? Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich möchte bitte die Sterne sehen. Ich möchte bitte Sternschnuppen sehen. Und ich möchte auch endlich mal einmal im Leben ein scheiß Raumschiff da oben sehen. Dass sie mich endlich mal abholen können und mich von diesem Kack hier befreien können. Von mir aus macht Experimente mit mir. Ist mir scheißegal. Nehmt mich nur mit. Und lasst mich irgendwo auf einen Planeten, wo ich meine Ruhe habe, wo ich mir einen Baum pflanzen kann und darunter mit einer Gitarre spielen kann. Das wäre so mal. Wisst ihr, manche Menschen haben auch so unrealistische Träume, aber das ist ja, wenn ich mir das so die ganzen Leaks so angucke, das ist ja ein Traum, der könnte real werden. Ne? Einmal hin, alles drin. Ne? Also das ist wirklich ein Traum, dass mich die Aliens endlich mitnehmen, der könnte ja real werden. Bitte, hier bin ich. Ne? Ihr guckt meine YouTube-Videos von Alpha Centauri B 0,5. Nehmt mich doch mit. Ich halt auch meine Fresse. Ich halt meine Fresse. Nehmt mich doch einfach mit. Gute Nacht, ihr Sterne. Scheiße. Oh, das war eine geile Folge. Das war eine richtig, richtig, richtig gute Folge. Danke für deine Mühe. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, von dir kommt noch mehr. Also, du machst das echt gut, also du machst das echt witzig. Und ich muss sagen, dafür, dass du das in so kurzer Zeit gemacht hast, fand ich das Video trotzdem cool. Wenn noch mehr kommt und wenn du Bock hast, dass ich drauf reagieren soll, schreibst du mir das einfach in die Kommentare oder irgendwo anders hin. Also da, wo ich das sehe. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich wurde schon öfters jetzt gefragt, ob ich Kommentare lösche. Nein, ich habe manchmal Videos darunter keine Kommentare, aber es steht oben, dass 4 Kommentare schon geschrieben wurden. Ich sehe da aber keine. Ich wurde jetzt schon mehrmals angeschrieben hier, ich schreibe die ganze Zeit Kommentare, Reaction-Vorschläge, aber mein Kommentar ist immer weg. Ich kann nichts dafür, ich glaube es euch nicht. Ich habe sie nie hier, ich weiß es selber nicht. Ich habe selber mal was geschrieben und mein eigener Kommentar war auch weg. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? Aber sehr geil gemacht. Danke, danke, danke für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt bitte unbedingt das Originalvideo an. Das sage ich immer wieder, gerade auch bei so ganz, 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 ganz kleinen YouTubern. Zeigt den YouTubern bitte immer, also nicht nur bei kleinen, bei allen YouTubern, zeigt den YouTubern, Creatern bitte immer, wenn ihr das Video zum Beispiel bei mir angeguckt habt oder bei irgendeinem anderen Reaction-YouTuber, dass es euch gefallen hat, also geht zum Original-Creator, guckt euch das bitte dann nochmal ohne Gelaber an und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Dass ihr einfach zeigt, okay, danke für deine Arbeit, hast du cool gemacht. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Videos in Zukunft kommen. Macht das bitte.
gerade am Anfang ist es echt doof, wenn man so 2-3 Monate irgendwie nur auf 20 Abos bleibt. Da ist halt dann die Motivation, was ich aber auch verstehen kann, da ist die Motivation vielleicht nicht so gegeben, ne? Also zeigt das bitte immer den Original-Creatoren. Ich sag's immer wieder, ich weiß, und es tut mir auch immer leid für diese Ansprache, aber ich bin nur ein Reaction-YouTuber. Die Arbeit hat ja im Endeffekt Original-Creator gemaked. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst bitte beim Original-Creator ein Abo da, lasst bitte ein Like da, lasst bitte Watchtime da und lasst Kommentare da. Das würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.